richtig lang kein Make-up-Tutorial mehr gemacht. Deswegen wurde es mal wieder Zeit und meine Augenbrauen waren natürlich wie immer schon drauf. Hier habe ich gemerkt, wie viele Eyeliner ich eigentlich besitze. Aber der von Fenty ist momentan mein Favorite. Und ich habe den echt schnell hinbekommen heute. Ich habe die geradesten Wimpern auf der ganzen Welt. Deswegen habe ich die erstmal gebogen. Und ein genaues Mascara-Tutorial findet ihr in meiner Story. Hier seht ihr meine zweite leere Bobbi Brown Foundation. Da habe ich noch die Reste rausgekratzt. Ich mache da gar nicht so viel drauf, weil ich dann ordentlich mit Concealer nochmal überall drüber gehe. Hau rein. Ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die Concealer gefühlt als ganzes Make-up benutzt. Ganz wichtig, jetzt warte ich ein bisschen und verwende den Concealer nochmal, damit er sich nicht absetzt. Das hatte ich bei einer TikTokerin gesehen und jetzt machen wir erst das Puder. Während mein Puder sozusagen baked, nutze ich meine absolut saubere Konturpalette. Jetzt kommt das Wichtigste, und zwar nehme ich ein Fixing Spray, besprühe damit meinen Beauty Blender und gehe dann über das Puder drüber. Ich mache das Puder nicht ab und Leute, das hält bombenfest. Hier habe ich die falsche Contouring-Farbe benutzt. Das Ganze habe ich dann verblendet und Blush darf natürlich auch nicht fehlen. Das ist mein Lieblingsblush momentan. Jetzt kommt mein Lieblingspart und zwar die Sommersprossen. Einfach Palette, Bobbypin. Noch die Lippen und das ist mein fertiges Make-up.